9,75 Punkte. Sie war damit auch die beste deutsche Turnerin an siebter Stelle insgesamt. Aber die Rumäninnen stellten sich hier in einer bestechenden Form vor. Gerät, Aurelia Dorfer am Schwebebalken. Achten Sie mal darauf, mit welcher Bravour, mit welcher Sicherheit die junge Rumänin ihr Tor. Sie ist 15 Jahre alt. Er ist in letzter Zeit so richtig fest in der Mannschaft der Rumäninnen. Dann diese Schulterstand. Drehung mit gegrätschten Beinen. Die etwa 1500 Zuschauer in Augsburg sahen eine Mannschaft der Rumäninnen, die bei den Weltmeisterschaften in Rotterdam mit Sicherheit eine ganz entscheidende Rolle mitspielen werden. Vorbereitung für den Abgang. Bei einem Doppelsalto genauso sicher gestanden. Und es war eine von vielen 10,0 Wertungen für die rumänische Mannschaft. Im Vergleich dazu Anja Wilhelm, die dritte der Europameisterschaften, begann eigentlich fast genauso sicher wie die Turnerin, die vor ihr am Gerät war. Wilhelm hatte ja für lange Zeit für das beste Ergebnis einer deutschen Turnerin bei den Europameisterschaften gesorgt. Vielleicht kann sie ein bisschen aus einem Wellental herauskommen. Die deutschen Turnerinnen stellten eine Mannschaft vor, die noch einige Schwächen, vor allem heute am zweiten Tag, offenbarte. Dies muss natürlich versucht werden, in den nächsten 14 Tagen noch zu beseitigen. Denn es ist ja ein achter Platz als Norm gesetzt worden, um überhaupt an den Olympischen Spielen im nächsten Jahr in Seoul teilnehmen zu können. Nun also die Vorbereitung für Anja Wilhelm und achten Sie bitte auf das Ende der Bahn und zwar auf die Füße. Jetzt rutscht sie mit dem rechten Fuß ab, kann nicht richtig abdrücken und ihre Kommentar, ich glaube man muss es nicht besonders erwähnen. Und nun zeigen wir Ihnen Camilla Moynier, das Bessere ist ja oft der Feind des Guten und so haben wir ihre Bodenkür der von Daniela Silivasch, der überragenden Turnerin vorgezogen, denn dieser Doppelsalto gestreckt und der anschließende Salto vorwärts ist wirklich eine noch nie gesehene Übung und genauso auch der Rest ihrer Kür. Ein nahezu hundertprozentiger Einklang mit der von ihr gewählten Musik. Auch hier eine 10,0. Daniela Silivasch, die überragende Turnerin, heute 39,9. Sie war die erste vor Aurelia Dobre und hier die Turnerin Camilla Moynier, die dritte. Die deutsche Mannschaft also verloren, aber ich glaube, sie kann sich selbst ein bisschen Applaus zusprechen, die Leistung doch ansprechen. Wir können alle gemeinsam nur hoffen auf die Weltmeisterschaft und wir geben mit diesem